Hallihallo, eine weitere Episode meines Assembler-Tutorials. In dieser Episode geht es, wie in der letzten Episode schon so ein bisschen angekündigt, darum, hier einen passenderen Wert zu finden für unser Input. Folgendes Problem haben wir nämlich. Wir belegen am Anfang von unserem Programm 4 Byte im Arbeitsspeicherplatz, nämlich das Klammer auf, dann ein A, dann ein Klammer zu und dann ein Dollarzeichen. Jeweils wird von diesen Zeichen geguckt in der ASCII-Tabelle, hey, was hat es denn für einen Zahlenwert? Und dieser Zahlenwert wird dann in das jeweilige Byte geschrieben. Aber Achtung, dieses Gucken in der ASCII-Tabelle, das passiert bereits zur Assemblierzeit, also wenn wir das Ganze nochmal im Listing angucken würden, dann würden wir feststellen, dass da eben bereits ja schon geguckt wird, was ist denn das für ein ASCII-Zeichen? Also das braucht zur Laufzeit macht keinen Unterschied zur Laufzeit. Aber hier das Reinschreiben des jeweiligen Zahlenwerts in den jeweiligen Byte, das braucht ein bisschen Zeit. Das ist natürlich überhaupt nicht viel, das dauert nicht lang, aber es ist trotzdem ein bisschen was, was wir uns eben sparen können. Und wie machen wir das, dass wir uns das sparen? Naja, wir sagen, wir schreiben da gar nicht das A rein, sondern wir sagen, okay, gut, da ist halt irgendwas jetzt momentan drin, ist egal was, das lassen wir jetzt auch einfach mal so unberührt da drin. Und das geht, indem wir hier sagen, wir speichern da drin einfach ein Fragezeichen. Achtung, nicht in Anführungsstrichen schreiben, also nicht so das Fragezeichen schreiben. Das würde eben heißen, dass da wieder der ASCII-Code von diesem Fragezeichen reingespeichert wird, sondern einfach nur ein Fragezeichen ohne Anführungsstriche. Das bedeutet, dass der Wert, der da eben an der Stelle ist, nicht überschrieben wird. Das ist irgendein zufälliger Wert und wir brauchen keinerlei zusätzliche Zeit, um den Wert am Anfang eben zu überschreiben. Ja, das Ganze machen wir dann hier mit diesem Interrupt. Da wird er ja dann überschrieben und in dem AL wird ein Input, ein sinnvoller Wert gegeben und damit wird dann eben weitergeschafft. Da sollte man natürlich höllisch aufpassen, weil da kann alles drin stecken in diesem Fragezeichen. Eben genau das, was vorher da zufällig irgendwie im RAM drin war. Das ist in den meisten Fällen jetzt gleich ein Leerzeichen vermutlich, aber es ist auch für mich nicht vorhersehbar, was da gleich drin stehen wird. Gucken wir einfach mal. Also so funktioniert es immer noch. Machen wir mal TASM PROC 1, T-Link PROC 1 und dann PROC 1 jetzt wieder irgendeine Taste drücken, zum Beispiel mal ein T und wir sehen, es funktioniert immer noch. Aber wenn ich das Ganze hier jetzt mal auskommentiere, so zum Spaß, dass eben der Wert, der vorher in diesem Input stand, jetzt ausgegeben wird, dann sieht es folgendermaßen aus. TASM, T-Link und PROC 1 und dann, ja, wie gesagt, das ist jetzt in dem Fall ein Leerzeichen, weil einfach in der ASCII-Tabelle die meisten Zeichen als Leerzeichen interpretiert werden. Aber das ist nicht vorhersehbar. Da kann theoretisch am Ende alles rauskommen. Ja? Also ist nicht vorhersehbar. Gut. Das war's zu dieser Episode. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.